Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Goodie Box bei mir eingetroffen. Das ist eine Beauty Box aus Dänemark und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Mensch. die kostet 19,95 € pro Monat, erscheint auch monatlich und du hast da drin sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik enthalten, aber hauptsächlich Pflege. Wenn du eher interessiert an der dekorativen Kosmetik bist, das war mein Handy, was gesagt hat, dass Lieferando uns gleich eine wundervolle Pizza liefern wird. Ich habe schon Hunger. Wo war ich? Genau, wenn du interessiert an dekorativer Kosmetik bist, und zwar reine dekorative Kosmetik in einer Box, dann hat die Goodie Box auch eine extra Version dafür rausgebracht, und zwar die Crush Box. Ich habe dazu auch letzten Monat ein Double Unboxing gedreht, wo ich die Goodie Box an sich vorgestellt habe und die Crush Box. Das kann ich dir hier oben im E-Mail verlinken. Dann kannst du dir mal so einen Überblick verschaffen, was so in dieser Crush Box drin ist und dich auch gerne mal auf der Homepage umschauen. Ich habe dir auch unten in die Infobox einen Link dazu reingepackt und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Box an, beziehungsweise wir haben nicht mehr das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, in der Box selber drin, sondern wir kriegen sie aufs Handy. Deswegen habe ich hier auch mein Handy. Die Staycation Box, das finde ich interessant. Staycation. Vacation and Hashtag Stay at Home, ne? Okay. Wie bei den meisten von euch wurden auch unsere Sommerpläne abgesagt. Und anstatt Cocktails an einem tropischen Strand zu trinken, sind wir zu Hause auf der Couch und versuchen herauszufinden, ob wir es wirklich Urlaub nennen können, wenn wir einfach, du weißt schon, zu Hause bleiben. Das Ding ist, dass wir oft vergessen, dass ein Urlaub nicht unbedingt ein Sonnenbad auf einer Yacht im Mittelmeer bedeutet. Und eine Planänderung ist nicht immer schlecht. Kennst du das Gefühl, nach deinem Urlaub einen Urlaub zu brauchen, um sich zu entspannen? Ja, ich hatte letztens erst Urlaub. Mach das, und zwar diesen Urlaub. Denn es kann auch darum gehen, etwas zu tun, von dem man sich wünscht, im Alltag mehr Zeit zu haben, aber man einfach nie dazu kommt. Wie mehr Zeit für sich selbst zu haben. Aus diesem Grund hoffen wir, dass du mit der Staycation-Box diesen Monat den Stecker ziehst, die Schultern fallen lässt und die Dinge tust, die dich glücklich machen. Und wenn es regnet, spiel doch einfach mal wieder Backgammon. Das habe ich noch nie getan. Wir machen nur Spaß. Okay, das ist gut. aber im Ernst, wenn jemand fragt, was du diesen Sommer tust, sollte die Antwort lauten, ich nehme mir mehr Zeit für mich selbst. Cheers auf einen Urlaub auf deine Art. Das Team Goodie Box. Und zwar Caro, Freya, Theresa, Hanna, Maximilian, René, Saskia, Dominik, Erika, Anders, Frederik, Emilia, Hava und Marita. Ich sag's immer wieder, ich glaube, diese Leute, die da unten drin stehen, die vermehren sich immer mehr. die Goodie Box, die wächst, ne? Das ist halt einfach auch vollkommen legitim, denn es ist eine richtig, richtig gute Box. Die Goodie Box erscheint im Schubladendesign, ist diesen Monat richtig schwer, also gehe ich davon aus, dass wir ziemlich große Full-Size-Produkte an dekorativer Kosmetik da drin haben, beziehungsweise nicht ziemlich große, sondern viele. Du hast 5 bis 7 Beauty-Produkte hier drin und um mir das Unboxing zu erleichtern, entferne ich einfach mal den Umkarton. Ich verwende das übrigens als Aufbewahrungssystem für meine Masken und so weiter. Maskensammlung kann ich dich hier oben mal verlinken, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Hier haben wir dann tatsächlich ein Flyer mit drin und das ist der Flyer, The Staycation Box, you can't always give 110%, und das stimmt, du kannst nicht immer 110% geben. Aus eigenen familiären Umständen, sage ich mal, kenne ich mich mit dem Thema Burnout zum Beispiel richtig gut aus. Leute, gönnt euch einfach mal, schaltet einen Gang runter und jetzt zum Beispiel ist Wochenende hier bei mir. Natürlich ist es so, dass ich mich hier auch immer wieder vor die Kamera setze und drehe und filme. Das ist aber für mich Me-Time, ne? Also ich mache mir damit halt einfach keinen Stress und ich schaffe es einfach auch immer wieder sehr, sehr gut zu genießen. Ich genieße zum Beispiel diesen Moment, dann labere ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber es ist einfach so, ich mache es einfach unheimlich gerne. Yourself time can happen anywhere, at any time. Puh. So change up the summer and do summer your way. Find the link to our digital leaflet in the email that should be landing in your inbox right about now. Psst, it's always available in your member profile. Das heißt, wenn du aus Versehen die E-Mail gelöscht haben solltest, findest du das digital leaflet immer noch in deinem Kundenkonto. Das ist doch schon mal ganz cool, ne? Es gibt übrigens ein Produkt gratis, wenn du den Code
Sommergeschenk verwendest. Das ist dieser Code hier. Und zwar gibt es von Kamameyu die Sun Body Lotion mit Lichtschutzfaktor 15 für Umme mit dabei. Also, wenn du die Box abonnieren möchtest und dieses Gratis-Produkt bekommen möchtest, dann verwende einfach den Code, den ich dir gerade eingeblendet und genannt habe. Und ja, dann gibt es das gratis mit dabei. Finde ich richtig cool. Ich habe jedes Mal einen Code, dass man halt ein Gratis-Produkt mitgeliefert bekommt mit der ersten Box, wenn man das Ganze abonniert. Und ich bin immer so gespannt, weil das sieht so, ne, das ist dieses Mal vor allem auch richtig voll gefüllt hier. Da hast du das Klebi, was das Seidenpapier verschließt. Oh mein Gott, das ist richtig prall gefüllt. Ich bin gespannt. So. Okay, als erstes haben wir Respire Après Soleil Naturel. Das ist eine After-Sun-Lotion. Geil. Fresh and Light Texture. Das können wir jetzt sehr, sehr gut gebrauchen, wenn die Sonne dann mal scheinen würde, weil das tut sie jetzt aktuell. Doch, sie scheint jetzt. Es hat heute den ganzen Tag geregnet und jetzt am Wochenende soll es nämlich ein bisschen schöner werden. Ich freue mich. Genau, da kann ich nämlich das immer gut abends verwenden. Ne? Wenn man halt draußen in der Sonne war, einfach danach mit Aftersun eincremen, nachdem man geduscht hat zum Beispiel, mache ich richtig gerne. Hier hast du auch Aloe Vera mit drin. Dann parfümiert mit einem blumigen Duft. Oh, das schreit nach Claudia, ganz ehrlich. Oh mein Gott, riecht das gut. Ich wollte euch das gerade hinhalten zum Riechen, Leute. Das riecht so unfassbar gut. Es riecht nach einer ganz leichten Blumenwiese. Mega angenehm. Das finde ich klasse. Und du, ganz ehrlich, ob ich mir das jetzt als Aftersun drauf mache oder als, Entschuldigung. Als, da läuft Sammy rum. Als reguläre Bodylotion. Entschuldigung. Egal, ne? Aber es riecht so gut. Oh mein Gott. Ich habe vergessen, an der Box zu riechen und ich hätte safe sofort gerochen. Okay, wir haben ja auch dekorative Kosmetik drin und zwar von Pass Silky Kiss Lip Gloss. Das ist dieser hier. Wow, das ist ein Lip... Steht das hier nicht sogar drauf? Ja, Lip Gloss. Okay, es hat auf jeden Fall kein mattes Finish. Das kostet 21 Euro. Wow. Nichts ist so sehr Sommer wie frische, beerenfarbene Lippen. Das steht irgendwo geschrieben. Und mit diesem Lipgloss von Pass erhältst du diesen Look in kürzester Zeit. Er ist langlebig, verschmiert nicht und fühlt sich nicht so an, als würden deine Lippen zusammenkleben. Thank you very much. Okay, da bin ich jetzt gespannt drauf. Ich mache mir mal eben kurz mein Lipgloss, den ich jetzt gerade trage, ab. Ich habe hier immer so ein Handtuch hängen. Ja, so spart man Kosmetiktücher, Leute. Okay, dann nehme ich mir einen Spiegel. Ich glaube, von Pass hatten wir schon das ein oder... Heißt es überhaupt Pass? Ich sage immer Pass. Paise. Hatten wir schon das ein oder andere Produkt in der Goodiebox auch mal drin, ne? Okay, ja. Du denkst erst, wenn du das drauf machst, oh mein Gott, das wird bestimmt pink. Nee, das ist... Oh, das riecht gut. Oh, riecht das gut. Das ist einfach ein sehr, sehr dezenter, zurückhaltender Lipgloss, der mir extrem gut gefällt. Und das stimmt, die Lippen kleben nicht zusammen. Super angenehm. Also richtig tolles Produkt, das gefällt mir. Mega krass. Gut, weitermachen. Ich bin helle best begeistert, Leute. Ihr merkt das, ne? Lavish Jair oder Jahre Rescue Me Leave-In Conditioner. Mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Antioxidantien. Und da sind ganze 300 Milliliter drin. Ich verwende sowas ultra gerne nach dem Duschen. Da sprühe ich mir das einfach in die Haare und lasse meine Haare ja auch Luft trocknen. Ne? Ihr kennt das, ich habe hier meine Haarroutine, könnt ihr gerne vorbeischauen. A Leave-In Spray for Hair Care with Benefits Enriched with Aloe Vera. Mega cool. Also das gefällt mir. Und das riecht einfach, oh, das riecht nach irgendeiner Süßigkeit. Ein bisschen... angenehm. Nach irgendwie so sauren, diese peachfarbenen Apfelringe, die nicht Apfelringe, Pfirsichringe, danach riecht das. Riecht voll gut. Aqua Mist Conditioning Water for Dry and Damaged Hair. Ja, für trockenes und geschädigtes Haar. Ich habe trockene Haare. Und im Sommer haben auch die meisten trockene Haare, glaube ich, oder? Es passt auf jeden Fall zu meinen Haaren, weil meine Haare sind... Ich habe da jetzt schon so viel reingemacht, weil ich habe jetzt einige Boxen gerade geöffnet und habe jetzt schon zwei Produkte in meinen Haaren. Deswegen glänzen sie auch wie Bolle. Deswegen mache ich es nicht noch on top.
muss nicht sein. Gut. Das schreit auch mein Name. Rose and Berries Balmy Cleanser. Oh. Pink Petals Feel. Nee, Feel Free. Genau. 75 Milliliter sind hier drin. Ey, Leute. Das riecht toll. Das ist voll die Clowny-Box, Leute. Ganz ehrlich, der Lipgloss ist geil. Die Haargeschichte ist geil. Das Aftersun ist geil. Der Cleanser ist geil. Leute, was geht ab? Ich finde das großartig. Mich freut es gerade voll. Das macht hier einfach dein Gesicht mit einer milchigen Konsistenz sauber. Finde ich super. Finde ich echt klasse. Ich benutze sowas gerne unter der Dusche und deswegen freue ich mich. Ja, geil. Mensch, was ist das für eine geile Box? Okay, dann haben wir hier etwas. Naobay. Okay, das ist ein Produkt, was jetzt nicht so geil für mich ist. Das ist eine Handcreme mit 100 Milliliter. Wow. Regenerative Hand Cream. Eine regenerierende Handcreme. Ich bin ja nicht so gut der Fan von zitrischen Düften oder von Orange oder so. Da ist zum Beispiel die liebe Mrs. Rosa Roth ja voll Fan von. Vielleicht kriegt sie das ja dann demnächst mal von mir. Hier kannst du jetzt auch nicht so viel rausriechen tatsächlich. Nee, da riechst du nicht viel raus. Ja, ich bin halt echt kein Fan von Orange, weil ich mag nicht so gerne diese säuerlichen oder zitrischen Düfte. Aber das ist nicht schlimm. Du, wenn jetzt ein Produkt mit dabei ist, wo ich sage, ist nicht schlimm, oder? Ja, und Handcremes hast du immer mal wieder dabei. Gerade jetzt aktuell macht es auch einfach Sinn. Naobay ist auch eine coole Marke, deswegen, ne? Will ich gar nicht schlecht reden. Ist wahrscheinlich auch für die meisten Leute cool. Guck mal, mit Aloe Vera ist es auch noch. Das ist richtig toll pflegend. Jedenfalls hört sich das so an. Mit Shea Butter, Orangen, Kamille und Aloe Vera Extrakt revitalisieren ihre Hände und machen sie zart, während sie die Haut gleichzeitig regenerieren. Ja gut, vielleicht kann man das dann doch mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, ne, weil Orangenduft ist nicht ganz meine Welt. Gut, und dann haben wir jetzt ein Produkt, was ich wahrscheinlich mir heute Abend gönnen werde. Von Mask Me Up. Davon hatten wir auch schon mal was in der Goodiebox mit drin. Und zwar Sleep Power Suitable Heal Mask. Das ist eine Hackenmaske. Das ist ja großartig. 20 Minuten lässt du das drauf und dann hast du wundervolle Hacken. Diese innovative und weichmachende Fersenmaske mit Cremeserum wurde speziell entwickelt, um die dicke, harte und trockene Haut an den Fersen zu pflegen und zu erweichen. Das Cremeserum wirkt tiefgreifend, okay, und sorgt im Nu für weiche und gepflegte Fersen. Die Maske wird mindestens 20 Minuten lang getragen, eignet sich jedoch hervorragend für die Verwendung über Nacht und funktioniert gut unter Strümpfen. Das Cremeserum in der Maske enthält reichhaltige Nährstoffe wie Avocado, Gotu-Cola, Centella Asiatica, läuft, ich glaube, ich hatte mal ein Centella-Serum fürs Gesicht. Okay, und Kamille, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und regenerieren. Ich denke, dass ich sowas nach dem Duschen drauf machen werde und ausziehen werde, wenn ich ins Bett gehe, weil im Sommer Socken tragen, nein, ich trage eigentlich nie Socken im Bett. Trägst du Socken im Bett? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare, ob du Team Sockenträger bist im Bett oder nicht. Ich wirklich nicht, ich kann das nicht haben. Ich brauche nackige Fussis im Bett, sonst, nee, fühle ich mich unwohl. Ja, und das machst du dir einfach um die Fersen. Das finde ich aber echt cool. Das gefällt mir. Can be used overnight. Ja, muss man ja aber auch nicht, ne? Klasse. Geile Box. Leute, die hat mir wirklich gut gefallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Wovon eins jetzt nicht so ganz meine Welt war. Aber ein Großteil. Also die 5 Produkte halt, ne? Mega. Also mir hat die Box richtig gut gefallen. Und ich hoffe, dir hat dieses Unboxing gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!